So, hallo Leute, willkommen zum neuen Abo-Kämpfen. Diesmal ein Turnier. Alle Leute, sagen mal hallo. Hallo. Okay. Ich würde sagen, dann starten wir einfach. Also der Rayan Folek und der andere Rayan Folek sind ja scheiß Franzosen. Die werde ich dann einfach gegen sich selbst kämpfen lassen. Ich will gegen die kämpfen. Du willst gegen die kämpfen? Okay. Ja, ich will die zerstören. Ja, dann nimm mal an, Alter. Scheiß Franzose. Alter. Ich glaube, der schreibt dir jetzt, dass du starten sollst. Ich hab doch schon Start drückt. Ja, ich meine nur, der hat ja gerade eben nicht gesehen. Achso. Ich hoffe, das sind keine scheiß Troller oder so. Oh, ich kick den gleich. Ich kick den gleich. Guck mal, der Statistik. Ich kann mich hören. Oh, er hat gestartet. Oh, ja, jetzt hat's gestartet. Alter. Ey, Rio, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 8. 7. Boah, ja. 7? Okay. Hey, aber es machen doch zwei Leute mit, die nicht im Discord sind. Beim Turnier. Noch die Franzosen. Ja, die Franzosen. Alter, immer die Franzosen, Alter. Franzosen, Filler, Killer, immer Filler, diese Frostbornfressenden Spasten. Wen nehme ich, Alter? Filler, Killer liebt die Franzosen. Ja, ich hab's meine so, Freunde. Ich hab's eh so gemacht, dass es nacheinander ist, gell? Also, wir werden jetzt nicht alle gleichzeitig spielen, weil sonst labert jeder seinen eigenen Kampf und dann ist das übel scheiße. Oh, ja. Nee. Das nehme ich, Alter, ich schwöre, schwere Entscheidung. Wer wählt noch? Ich. Okay. Warte! Ich bin das nicht, ich bin das jetzt nicht mehr. Digga, das wird jetzt eine Ewigkeit brauchen. Ja, scheiß drauf. Die Franzosen, die brauchen immer lange. Ne? Wahrscheinlich backen die sich gerade ein Croissant. Ach, die schieben sich. Oder die Äpfelschnecke. Digga. Die wiederholen den Zweiten Weltkrieg, Alter. Scheiße. Okay. So, wer wollte gegen den Franzosen kämpfen? Ich gegen dich, Fellerkeller will gegen mich kämpfen. Komm, ich hau den Aref zu mir. Fellerkeller, gegen wen willst du zocken? Gegen diesen Rayan Kohle 68. Okay. Und Abzocker darf gegen. Dich. Nee. Bitte. Komm, wir machen's so. Komm, scheiß drauf, die Zeit ist eh jetzt ab. Dann kämpfe ich zuerst gegen Arif. Ich zerstöre Franzosen. Oh, die Kämpfe werden spannend. Franzose. Ich bin eigentlich nur zur Info. Ich bin schlecht, ich bin allgemein schlecht, nur zur Info. Ja, das seid ihr alle. Man hat beim Abo-Kämpfen gesehen, das sind auf jeden Fall Abzocker TM und Dingfiller-Killer. Besser so als ich. Hm. Boah, Junge. Ich hab jetzt übelst lange Fight das gezockt, jetzt mal wieder einspielen. Ich hab heute Dokkan gespielt, ne? Diesen Blue Vegeta Banner da. 5 non-gefeatured SSR. Ja, aber das Gute ist jetzt bei JP, dass du mindestens keine Death-Multis mehr hast. Ja, aber du kriegst 95% ist non-gefeatured, ne? Aber ja, bei JP hat's auch keine Tickets. Und ja, wow, die Tickets, danke. Ich hab ganzen Rose-Tickets nix gezogen. Einfach rein gar nichts, Alter. Ganze Rausballer war eine Missgeburt, ey. Ja, ich hatte dort Luck, Digga. Super Saiyan 4 Goku und dann noch Blue Vegeta. Vegeta meine ich. Ich hatte euch Charaktere gelöst. Blöder Nacker, du. Ich habe 250 Juwelen und 6 Tickets ausgegeben und hab nur Kacke bekommen. Das sind Stones, Digga. Nicht Juwelen. Wie auch immer. Ja. Oh, jetzt sind leider ein Brave Monster-Knoppe, ja. Warte. Aber ich hab ja, ich hab auch offscreen ja noch im Roast Banner gezogen, gell? Nochmal ein Goku Black, dachte ich auch so, fick dich einfach nur. Wie oft hast du den jetzt schon gehabt? Ich hab jetzt 4 Goku Blacks rumliegen. Also falls ich irgendwann mal. Genau. Jede Wege. Also wenn ich irgendwann mal den LR ziehe, dann fahr mich nicht auf die Ding, auf die SA, ich hau die Kacke dann einfach rein. So Vegeto oder so kriege ich auch nie. Ich hab nie das Glück, den mal zu ziehen. Digga. Oh, aber Vegeto ist so krank, Alter. Ja. Aber dafür habe ich jetzt Ultima Gohan einfach 3 Dupes, danke. Davor hab ich auf den gezogen, auf die letzten 500 Stones habe ich den dann gerade noch gezogen bei seinem scheiß Banner. Jetzt kriege ich den hinterhergeschmissen. Danke. Ich habe auch bei dem Banner jetzt, den ich gezogen habe, nur Scheiße drin gehabt. Der letzte war dann Goku Super Saiyan 4. Hat sich's doch noch gelohnt irgendwie.
Ja, ich brauche nur noch einen Dupe, um Super Saiyan 3 zu rainbowen, Alter. Ich hab die alles für den Lack, Alter. Ich habe aber auch letztens hier irgendwie dreimal Broly gekriegt und das in allen Varianten irgendwie, die es gibt, ey. Auch den LR? Ja, ja. Alter. Ey, und ich krieg einfach mal so beim Vegeta-Banner, ich krieg so STA Zamasu, INT Goku Super Saiyajin, den es schon 5 Jahre gibt oder so in dem Spiel. Ja, dann krieg ich einfach nur Werfe radet. Beste SSR. Ohne Kid Gohan. Mein LR ist halt einfach nur Margin Vegeta, Alter. Ich hab gar keinen. Wollen wir mal aber wetten? Die Events sind auch schwer, ey. Aber wollen wir mal wetten, dadurch, dass jetzt bei JP es keine Death-Multis mehr gibt und jetzt nur noch ungefeaturete Charakter zu 95% kommen, werden jetzt alle LRs nur noch gefeatured sein. Wollen wir wetten? Ja, eh, Alter. Und dafür tun sie dann übelst viele in einen Banner rein, gefeaturete. Von mir sind noch auf YouTube, jeder hat diesen scheiß Vegeta. Ich krieg nur ungefeaturete Charaktere, Alter. Danke, Dokkan Bell. Ja, okay, aber Johnny hat ihn auch nicht gezogen. Aber was ich schon lange nicht checke, dass Global sich beschwert, dass sie keine 300 Stones bekommen. Ich meine, das hat nichts mit Global zu tun. Ja, das war JP einfach nur ein Fehler bei JP. Also da meine ich auch nicht rum. Das ist ja, der Unterschied ist doch, glaube ich, nur, dass man da mehr Charaktere ziehen kann, oder nicht? Ja. Irgendwie, also das zumindest begründen das alle immer, damit die JP spielen. Aber auch dann würde ich das trotzdem nicht spielen, weil ich weiß nicht, ich sehe da keinen Sinn hinter. Naja, als Free-to-Play-Spieler hat man es bei Global einfacher als bei JP. Ja, das stimmt. Ja, ich kenne auch einige, die kaufen sich ganz halt Stones. Das ist dann, würde ich doch nie im Leben machen. Egal welches Handy. Für Dokkan gebe ich niemals Geld aus. Naja, gilt dasselbe für Blazing und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Ja, ich muss es technisch, weil sonst kann ich kaum Videos machen. Naja, Blazing ist eh tot, Alter. Ja. Oh, scheiße, hab ich verliert. Fett, da hab ich nicht mehr aufgepasst. GG. Da bin ich gleich in der ersten Runde raus. GG. Was, der Kampf ist schon zu Ende? Nein. Schon, sagt okay, er. Okay, das hat er so gut verloren. Ja, so lange kann ich jetzt mit euch die ganze Zeit labern und rauchen. Passt nicht. Ja, jetzt kommt mein Kampf. Phantosen werden zerstören. Ja, Phantosen werden zerstören. Ich bin ganz unten. Keiner von den Abo-Fights sind keine Abonnenten. Ja. Wir nennen es Hater-Fights. Ist halt klar. Egal, Videomaterial, wen juckt's. Auf jeden Fall bei Global finde ich halt, die Tickets sind okay. Was ich aber hasse, sind diese, was sind sie ja nur in Global bis jetzt eingeführt haben, diese 10 Counter, dass du beispielsweise 10 Stones reintust. Ich finde das Müll. Ich fand das davor immer besser. 3 Multis und einer ist gratis und immer 10 Charakter. Klar, ich würde mich auch freuen, wenn ich dann einfach mal so sehe, dass einer in einen scheiß Dreier-Multi einfach mal dreimal Blue Vegeto zieht. So ein Arsch. Also echt? Ja, dreimal ist ja krank. Oha. Ja, ich hab's gesehen, ey. Da hat einer das auf Twitter gepostet, da bei Bandai Namco, bei den englischen Ding Account. Sehe ich da unten. Ja, wie viel war es der erste Multi? 10 Stones, gell? Und die so, ja, 10 Stones, Blue Vegeto plus 2 Dupes. Braucht nie wieder ziehen. Ich so, ja, danke. RIP. Alter, krank. Achso, das ist jetzt der Franzose, ja. Wow. Ja. Natürlich also, die Franzose, go, gib alles! Natürlich die nach unten Kreis gespammen mit Minato. Komm, ich gönn dir den Schaden. Minato, Edem, gar nicht OP. Oh. Ja, moin. Ja, was rechtest du? Ach, geil. Franzose halt. Ja, Ladies and Gentlemen, Franzose. Er wollte seinen kleinen Schaden machen. Oh, Filler-Killer. Bist du auch rausgekommen? Ja. Sein Rage-Quitten hat mich angezogen. Lol, ja, ich bin auch automatisch eine Runde weiter. Krass. Ja, die Server von dem Spiel sind immer noch grandios. Aber das wundert mich jetzt, ey. Der eine und dann. Ach Gott, hat er mit 2 Accounts irgendwie. Ach egal. Frag besser nicht. Nicht, dass so ein Vollpfosten ist. Yusuke, nimmst du mit der Elgato auf? Nein, mit der Alpha Media.
Was ist das denn? Ist auch so wie Elgato. Hast du einen Elgato? Nein. Ich hatte mal einen Elgato, aber ich habe das dann gegen das getauscht. Weil das habe ich jetzt schon seit 2,5 Jahren und habe keine Probleme. Der Elgato hat leider manchmal das Problem, dass der Audiospiegel manchmal richtig buggt. Dass beispielsweise das Spiel vor allem automatisch lauter wird. Und ich habe das schon mal ganz abgeschaltet und ist trotzdem geblieben, habe ich gedacht. Nee, leck mich am Arsch. Weißt du, was bei mir das Problem ist? Jedes Mal, wenn ich das irgendwie oder was mal versucht habe aufzunehmen, ab einer bestimmten Zeit irgendwie blieb das Spiel einfach hängen. Das Programm, das hat nicht mehr aufgenommen. Ja, das war bei der Elgato öfters auch der Fall. Das ist deswegen habe ich die auch vom Medium, mit der ist das auch gut. Die braucht nicht so viel vom Arbeitsspeicher beim PC. Und dadurch kann ich auch nebenbei, also wie ich es auch jetzt habe, OBS laufen lassen, sodass ich euer Gelaber vom Discord mit aufnehmen kann. Mhm. Und dadurch kann ich ja jetzt auch die Abo-Kämpfe die ganze Zeit machen. Und ich finde das halt eigentlich voll geil. Im Prinzip, erstens, ich kann viel mehr mit meiner Community spielen, anstatt nur im Livestream und mir dann das ganze Geheule und sobald irgendjemand nervt, dann bannt, wie manch andere Leute. Ich will aber keine Namen nennen. Und... Nee, Arif. Arif hat ja nur einmal eine Pause von mir bekommen, weil er und sein scheiß Kumpel da richtig einen Bullshit da gemacht haben. Das war nicht witzig, das war richtig Ohrenkrebs. Das war schön. Ein schönes Erlebnis für Yusuke. Ja, weil ich nicht da war, als ihr das gemacht habt. Da bin ich kurz AFK gegangen, und da, weil ich vor allem mal bei mir an der Tür geklingelt hat. Und dann bekomme ich das von Phenomenal Fighter einfach mit und hab's dann nachher beim Livestream dann, wo die Vorschau war, gesehen und dachte ich so, ja danke, dadurch kann ich das nicht tun, weil dein Kumpel, dein Vollidiot, Musik laufen lassen musste, was natürlich auf YouTube dann gesperrt worden ist. Dann dachte ich mir auch so, ja danke schön. Alter. Und voll viele Leute haben sich auch beschwert dann, also die, wo alle drin waren. Ich hab gelacht. Was, wie? Wurde das Video gebannt? Nein, aber was heißt gebannt? Ich musste die Audio rausnehmen. Das heißt aber, dadurch, dass YouTubes automatische Audiolöschung natürlich auch das Gelaber in der Zeit löscht, ist da halt mal 4 Minuten kein Gelaber. Also haben sie viel beschwert oder was? Mhm. Unnötig. Ja, Shakita. Oh Mann, ey. Und die, wo auch mit dabei waren, Phenomenal Fighter, Andrix und so weiter, die haben ja alle gesagt, das finden sie zum Kotzen. Da habe ich gesagt, okay, dann ist er jetzt für die nächsten Mahlzeit jetzt erstmal gebannt. Ja, ist aber auch logisch, weil wer macht denn schon so einen Scheiß? Normalerweise. Ja. Jetzt wollte ich fast schon wieder sagen, das machen nur so kleine Kiddies, die sich dabei witzig fühlen, aber... aber ich bin ja, ist doch so, oder? Ja, ist so. Ich weiß. An ganz schön gut für Abzockertieren aus, ja? Ryusuke liebt Minecraft. Ja, übel. Genauso wie Fortnite. Magst du nicht? Man muss Fortnite lieben. Ich höre der nächste Affe, der mir eine Einladung schickt bei PSN, den block ich, Alter. Boah, Alter, ich krieg gestern die ganze Zeit nur Einladungen, ey. Ich bin nicht mal online! Und guck dann, und dann habe ich da 15 Einladungen von fucking Fortnite. Da denke ich mir so, ja, fickt euch. Boah, das ist geil, Alter. Das durchgehend machen, und ich hatte 99. Ich habe schon gesagt, nice. Den nächsten lösche ich aus meiner Liste. Das ist mir kacke, ja. Ich hatte letztens, glaube ich, 132 Fortnite-Einladungen bekommen, Alter. Ja, was soll der Scheiß? Das Spiel ist zwar geil, aber... Allein die Tatsache, dass Grundschulkinder das die ganze Zeit spielen. Keller, wir nehmen uns im Finale. Alter, naja, eigentlich ist Fortnite nur ein Rippen. Ja, Fortnite ist alle nur ein Rippen vom PUBG. In meiner Schule redet jeder darüber, ey. Fortnite, schreien die sogar rum, Fortnite. So ist doch der gleiche Scheiß wie bei Minecraft, da war das genauso. Immer diese Lebensstile. Ich vergleiche jetzt bei Minecraft nicht mit Fortnite. Nein, ich meine vom den Gelaber. Nicht das Spiel, Ich finde, Fortnite ist ein besseres Spiel als Minecraft. Aber trotzdem, das Gelaber gibt mir schon so auf den Zeiger. Fortnite ist Minecraft mit Waffen. Nein, Fortnite ist PUBG. Ach, der Troster, hallo, kommst auch mal früh. Hallo! Hallo! Bin ich übersteuert oder nicht? Doch, du bist noch übersteuert. Aber warte, das ändere ich jetzt. Also bei mir bist du nur übersteuert. Ich hab's nämlich, bei jedem habe ich jetzt 10% die. Ich hab nicht mal Tausch gedrückt, okay, danke.
Runde gemacht. Ach so. Das habe ich jetzt bei dir auch gemacht, weil dann sollte das nicht mehr so übersteuern. Ja, okay, außer das Mikro ist halt natürlich scheiße. Dein Mikro ist sowieso nicht das beste Toaster. Deins ist das schlechteste von allen. Nee, das weiß ich. Das weiß ich. Keine Sorge, es sind glaube ich noch zwei Runden, dann geht eh Ding. Das nächste Turnier los. Da kannst du dann auch mitmachen, Toaster. Ich kann jetzt schon sehen, Toaster ab noch am Finale. Die Hälfte ist rausgeflogen wegen den scheiß Franzosen. Okay, ja. 8 Leute. Ja, dann haben wir ein volles Turnier. Ja. Man kann auch selber gar nicht nachtesten. Ich habe einmal beim Turnier mitgemacht bei dir und ich habe alle zerstört. Ja, hab ich gesehen. Ach, dann machen wir was doch hier mal an. Da war ich auch mal bei diesem Event in Köln, da waren ja glaube ich die Besten aus ganz Europa, ey, die waren krank, ey. Wie die da rumgehoppelt sind, ey. Wie so Karnickel, ey, das ist krass. Aber meistens spielen sie auch so OP-Charaktere. Ja, der eine, der hat jetzt auch letztens in einem Turnier mit Tayuya den Gegner so zerstört, ey, der hat nicht einen einzigen Angriff machen können. Ja, Tayuya ist eklig. Tayuya, Alter. Tayuya ist doch krass. Die kleinen. Tayuya ist krank. Und Ryosuke? Mhm. Was ist? Ja? Oh mein. Glückwunsch, ja. Was? Zu meinem Geburtstag, oder was? Ach, das ist schon 2 Monate. Ich war nicht dabei. Ja, und? Alter. Kennst du ja auch nicht in Real Life. Siehst du, Arif habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Ja, hast du Glück gehabt. Ich kenne einen anderen Arif, der spielt immer mit Puppen. Den Toaster, der mich auch nicht. Ich will ein bisschen Mirko. Mirko macht mir mal. Wir sind jetzt noch reingekommen. Ach, Lai, hallo, was machst denn du hier? Jetzt kommen sie alle. Nein, du spielst kein Naruto, was machst du hier? Wer sagt, dass ich kein Naruto spiele? Weil du kein Naruto spielst. Und dann geht der Fortnite. Der spielt keine PS4, deswegen. Der spielt vielleicht Naruto, aber auf dem PC, deswegen hau ab. Ich gehe ja schon. Hauptsache im Video sich reinschleichen. Live wegen Dienstag ist kacke geil, welche Uhrzeit. Schreibt mich einfach an, ich bin zu Hause. Okay, morgen um 8. Bin ich sogar wach. Lol, wollte ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du da schon wach. Ich nehme schon um 6 Uhr morgens wahrscheinlich auf, also. Oha. Alles klar. Ah ja, 2-3 Stunden aufnehmen, dann geht's mal ein paar 2 Stunden raus. Wenn schönes Wetter ist, wenn es pisst, kannst du mich immer anstecken. Und dann später nochmal aufnehmen. Solange lasse ich alles nebenbei rendern und hochladen. Muss gucken, mir fehlt nämlich noch mir fehlt noch die letzte Woche vom Mai, die muss ich noch planen. Den Rest habe ich schon alles hochgeladen. Magst du noch Armin? Oha. Hast du eigentlich schon mitbekommen, dass ich jetzt einen JP-Account habe? Ja, habe ich gesehen. Als du es reingepostet hast, für Freundesliste. Achso, ja, die ID, genau. Okay. Aber ich bin kein JP. Vielleicht bekannt vor? Echt? Mathe seiner, gell? Ja. Ja, also es ist mir sofort aufgefallen. Ich hab's schon gesehen, weil der hat ja reingeschrieben, dass er ihn verkauft. Da hab ich geschrieben, du kriegst 2,50 von mir. Nein, der ist mehr wert. Nein, du kriegst aber nur 2,50 von mir. Ist mir scheißegal. Nee, aber der Höchstwert ist schon bei 75 Euro. Ich so, ist mir egal, du kriegst trotzdem nur 2,50 von mir. Ja, das Angebot war in dem Augenblick von mir. Ich so, der kriegt. Das ist JP, ja, hab ich wohl, geschrieben. Mit Takata. Oh, ey. Ich mach halt einfach damit Videos, deswegen. Und ja, okay. Ja, ist okay. Mhm. Wie lange geht denn das Video? Jetzt, wenn das Turnier fertig ist, mache ich noch ein Turnier und dann höre ich auf. Also, es sind 2 Videos. Also, erstmal das hier jetzt, wo sich der Lai jetzt reingeschlichen hat. Ach so! Und er ist nicht so schlimm. Also, ich bin da sowieso nicht so. Und dann jetzt das nächste Turnier nehme ich noch auf und das war's dann aber auch schon. Ich muss dann ich auch schon. Auf Abzocker auf 50 Euro. Abzocker, ja, da zockt alle ab. Ja. Abzocker. Ah, 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 ah. Ich bin Meister, ne?
Abzocker ist mein Naruto-Meister. Abzocker gegen heute total auf den Nerv. Der Abzocker zockt alle ab und der Troster tröstet alle. Genau. Okay, ich hab ja noch nie getröstet. Der kann trösten, so gut wie ich kann. Der macht immer morgens Brot. Hör doch auf. Mal in, mit allen mit dem. Toast, man macht einen Toast in den Toaster rein, der Toaster schreit dann so Rasengan. Dann macht er so mit dem Rasengan und so Digga, Aris, sag mal, ein bisschen Stimmbruch oder was? Nö. Du Rio, ja, nö. Kommt noch. Ich hab's nicht gehört, was, Lai? Ich hab einfach so gedacht, ihr seid jetzt hier nur so am Labern und einfach so spielen. Ich hab nicht gewusst, dass du jetzt ein Video machst. Ja, ist auch nicht so schlimm. Das von daher, abonniert alle Ryosuki. Oh, ja, nein, 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 damit der, keine Ahnung. Geiles Argument. Also, die abonnieren einfach, weil, keine Ahnung, ist einfach so. Ja, Ryosuki hab ich eh abonniert, ja. Freue mich auf den. Ah. Hast du eigentlich schon neue Infos von Yonko, ob das bei ihm schon wieder funktioniert? Nein. Wie sieht's bei euch aus? LOL. Auch noch nicht. Das ist doch ein Google-Problem, hat der Yonko. Haben andere geschrieben. Yonko selbst hat das nie behauptet. Also Rashid hat einmal gesagt, dass es halt ein Google-Problem ist bei ihm. Also denke ich mal, dass es bei den anderen genau dasselbe Problem ist. Aber ich frag mich, was für ein Problem, weil ich hab mir kurz noch einmal die 91er-Paket gekauft und das war ohne Probleme. Also ich frag mich da halt echt was. Ja, aber du weißt ja, dass die gewisse Programme dafür benutzen, damit sie halt die Stones schneller kaufen können und sowas alles. Okay. Ja, ich denk mir halt einfach so, solange das Problem mindestens zu LR Gogeta und LR Vegeto gelöst hat, ist es mir eigentlich ziemlich egal. Hab jetzt bei Blue Vegeto und Rose verkackt, aber so wie es aussieht, sehe ich ja eh jeden, der nicht der neue Charakter ist. Ich meine, Ultimate Gohan habe ich beim Banner, habe ich da so viele Stones reingehauen, habe den erst am Schluss gezogen, jetzt kriege ich den hinterhergeworfen, die Drecksau. Hast du, wolltest doch für Gohan-Lack geben, ne? Ja. Warte, bis Blue Vegeta da gewesen ist. Dann geh auf Gohan. Achso. Auf meinen Charakter. Wieso wegen, weil da dann Ding, Alter, das geht echt auf die Zeit noch. Ja, du, aber Lai, das Problem ist, es ist jetzt gerade nur der Banner online, gell? Ich könnte drauf wetten, dass ab jetzt die ganzen LRs gefeatured werden, mit Absicht. Weil du hast ja im Prinzip 95% einen nicht gefeatureden zu kriegen und 5% nur noch einen gefeatureden. Da hauen sie jetzt die ganzen LRs als gefeatured rein, machen da aber 20 gefeaturede Scheißcharakter. Und dann siehst du den trotzdem kaum. Das kann passieren. Ja, und ach komm, ist Namco Bandai ohne Witz. Lol, was war das für ein Bug? Aber ich hab LR Gohan eh auf beiden Editionen. Man kennt ihn. Fick dich. Hast du eigentlich den Botjak auch gezogen? Den LR Botjak? Nein. Okay, er ist weg. Schafft ihr das jetzt heute noch? Ja, das Spiel ist so komisch. Aber es lohnt sich mehr beim Vegeto Blue Banner zu ziehen, anstatt beim LR. Genau. Weil die wahrscheinlich fett viel höher ist. Ja, ich tue beim LR Gogeta und LR Vegeto noch richtig reinballern. Nein! Dieser LR Vegeto Banner war so ein Scheiß, Alter. Echt, wieso? Ich hab da gar nicht gezogen, nicht ein SSR. Autsch. Ja, das kann halt auch passieren, ne? Ja, ich hab bei voll vielen gesehen, die haben die gezogen. Zeit. Plus der Vegeta-Banner, wo ich nur die Charaktere spiele. Echt jetzt? Ein Modus? Das so klug war? Jetzt springt der auch schon wie so eine Fatze. Aber gut. Was ist? Ich hab gesagt, ich bin sogar halbwegs froh, dass du heute nicht mehr aufnehmen willst. Wieso? Ich hab heute aufgenommen. Kein 2-0, du Wichser. In dieser großen Strecke bin ich gut, ne? Mhm. Mit einer Abzocke, du bist scheiße. Der springt nur wie ein Hoppler. Oh, komm, Kunai Dev, Kunai Dev.
Also. Hey. Dankeschön. Danke, danke. Hey. Sowas will ich in jedem Video haben, bitte. Sowas habe ich bei Aref auch gemacht. Genau. War cool. Cooler Dev ist immer cool. Ich kann mal nicht drauf klar, wenn Leute so spielen, wie so, keine Ahnung. Bin wieder da. Ich hoffe, irgendeiner spielt Dederer. Nein. Dederer für alle. Dederer benutze ich doch gleich. Ich kann ihn spielen, aber ich tue. Ich werde auf jeden Fall nachher Dederer nehmen. Ich wette genau. Auf Abzocker. Ich mach das bei dir. Ja, auf Abzocker. Hör mal auf mit deinen Wetten, Alter. Das interessiert doch keinen, wer für wen Wetten ist. Ich bin Verleih, der spielt's nämlich nicht. Ja. Yeah. Ich gewinne gegen euch alle. Ey, jetzt du gerade. Legendary Shinobi. Was ist los? Ich denke, Abzocker hat ja heute sogar schon. Aber Lai hat voll die Stimme wie der Saren Review. Ohne Witz. Wieso sagen das alle? Ist echt so. Was? Wie Serienreviewer? Nein. Doch nicht wie Chris. Ich kenn den sogar. Also, ach komm, der hat auch voll die Stimme auch. Ja. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Doch, hat er übel. Ja, ich guck den Typen doch auch, aber ich finde das nicht, dass ich mich so anhöre. Ja, ich finde schon. Im Prinzip kann ich eigentlich könnte ich daraus doch mal einen Prank machen. Ein bisschen, tiefer. Ein bisschen tiefer noch. Ja, also, hallo? Ja, so in etwa. Müsst ihr eigentlich im Prinzip mit dem Video machen und sagen, das wäre er, und dann mal gucken, wie viele Leute es wirklich glauben. Können wir machen. Bakugan. Los, Filler-Killer. Am besten so nicht mal auflösen, denn schreiben die Typen alle an. Boah, du spielst Dokkan, das ist ja geil. Und dann bekommt er da so, der Seven Review dann so, wann kommt endlich Dokkan? Wann kommt wieder ein Dokkan-Video? Hammer. Aua. Also bei euch geht's echt schleppend voran. Ja, das liegt an Abzocker wahrscheinlich, weil der spielt wie... Keine Ahnung. Scheiße, spiel ich gerade, Alter. Naja, in der Zeit mache ich ein paar Kombos. Ein Typ, der ein bisschen weed kiffend sich irgendwo hinschillt und Ich glaube, Shani gefällt Infinity War nicht so. Wieso? Ja, also, das wäre jetzt witzig. Lass mal alles spoilern, Jungs. Zu was spoilern? Ich hab grad gar nichts. Infinity War. Ich weiß, wer spielt. Oh Gott, ja, ich auch. Dumbledore. Ja, man kennt ihn, Alter. Ja. Alter, bei euch dauert das echt ewig. Da gibt wahrscheinlich echt wieder die Zeit zu Ende. Alter, Haken! Was steckt Tobi noch weiter, Alter? Ich hab nichts gedrückt. Ah, ich kann nicht mal blocken. Ja, Mann! Was? Was? Abschlusskombo kam nicht. Bei wem war das bei dem Abo-Kampf? Hat das da, ich weiß nicht mehr bei wem. Da habe ich doch gesagt, dass bei Sasuke der Strom doch nicht gekommen ist. Hat der es dann eigentlich letztendlich jetzt gesehen im Video? Ich hab's gesehen. Das war bei Phenomenal Fighter. Ja, gell? Mehrmals. Da war es aber echt nicht. Das wird echt nicht gesehen. War noch nicht da. Das war wahrscheinlich nur bei mir dann. Konnte sich jetzt eigentlich inzwischen schon vernünftig. Oh mein Gott! Fällt mir Vater. Was ist denn los, Mann? Nein. Ach Leute, echt, boah, in den letzten 10 Sekunden muss es lecken bei euch. Ist das euer Ernst? Gute Internet-Dienste. Ah, ist da. Ja, wie leck. Boah, ich hab da eine Netzdecke gezogen. Die sind dann auch noch nicht mal fertig. Kommt ja noch eine Runde. Jetzt aber. Jetzt. Wie sich das hört sich so an, als wenn du das gar keinen Bock hast, irgendwie. Eine zweite Runde oder so. Ja, ich bin gleich von der Runde rausgeflogen. Ich muss nur zugucken. Ja. Ist es vorbei? Dann such dir irgendwelche Gegner aus. Ja, das wollte ich nicht machen. Danke, Naruto. Ich meine, Dragon Ball Fighters wäre ja auch möglich. Und darauf hätte ich eigentlich auch Bock gehabt. Aber das mache ich dann nächste Woche.
Mach doch drei, mach doch drei gegen drei Fighters. Siehst du genau? Ja, das hatte ich Juni. Ja, mach mal. Juni kann ich für Fighters holen. Nee, nee, heute nicht mehr. Ich mache jetzt heute nur die zwei Turniere und dann muss ich schon wieder weg. Das ist ich hol mir auch morgen den Season Pass. Erstmal nach Meckles. Wann kommt dein Gebiet? Ist er eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob Vegeto schon da ist. Ich hab nur gesehen den Trailer. It's for sale. Ach, und ich so, ja, geil, ist der jetzt da oder nicht? Nee, der ist noch nicht da. Aber war ja halt kein Release drin, weißt du? Aber das wären zwei richtig geile Charaktere wieder. Ja, man, aber für Vegeto finde ich einfach die Inszenierung schon mega geil. Wie sie das gemacht haben. Richtig cool. Feiner, wenn sie feiner kann man mehr machen, dass man da kurz echt Flash, kurz die zwei sieht noch. Jeweils gucken, wie geht er richtig cool gemacht hat, so Props und denen. Aber was danach kommt, ey, unnötiger geht's echt nicht mehr, ey. Was du meinst, die nächsten Charakter, die danach kommen? Ja. Ich weiß nur noch Goku und Vegeta nochmal in der Chinsa. Ja, genau. Genau. Das ist so dumm. Warum? Baseball? Warum bringt man so. Da hätte man viel coolere Charaktere irgendwie reinbringen können. Cooler Doppel und nichts ist cooler als Vegeta. Doch. Ach so, nein. In der Baseform. Willst du mich verarschen oder was? Johnny hat doch seine ersten. Den Szene-Multi von Blue Vegeta. Vom Rose Banner doch getwittert, wo er doch cooler gezogen hat, gell? Hab ich ihn geschrieben. Ah, jetzt siehst du nichts mehr. Der so, ach was, komm, ich zieh bestimmt was. Ich so, nee, denn nach cooler kommt nichts cooleres. Und der so, boah, halt die Fresse, gell. Und dann letztendlich hat er nichts gezogen. Und ich so, hab doch gesagt, es kommt nach cooler nichts cooleres mehr. Nein! Alter. Doch! Jiren ist cooler als Vegeta. Aber weißt du, was mich an dem Vegeta Blue Banner richtig abgefuckt hat? Was denn? Ich hab das allererste, was ich gesammelt habe, war dieses eine Ticket, was man aus den Missionen bekommen hat. Das haben wir so. Super Saiyan 4 Goku. Ich denke mir so, geil. Mach den auf 100% und dann so später so, hey, hier hast du noch einen Super Saiyan 4 Goku. Hey, hier hast du noch einen Super Saiyan 4 Goku. Hier hast du noch einen dritten und hier hast du noch einen vierten. Ich hoffe, da kommt wirklich irgendwann mal LR Super Saiyan 4 Goku. Da kann man die mindestens reintun. Ich habe auch noch zwei rumliegen. Ja. Ich werde die da auf. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die daraus ein Free-to-Play-LR machen. Ach, noch ein. Boah, mir geht jetzt schon der Blue Vegeto so auf den Sack zu fahren. Komm, Rio, hau mal noch einen raus. Ja, mach ich jetzt auch. Hier überlegt der Epic Showdown Super Saiyan 3 Goku da. Der könnte doch gut zum Super Saiyan 4 werden.